Wir reiten heute auf Amadeus und Sabrina bis ans Ende der Welt, um das zu finden, was uns sucht, und feiern mit dem Vater der Braut und Monseigneur Claude ein großes Fest. Außerdem verbringen wir einen Sommer mit Anaïs und suchen nach Zuversicht und Freude in bewegten Zeiten. Jetzt beim Telestammtisch. Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer dieswöchigen Schatzausgabe vom Telestammtisch. Mein Name ist Kathi und ich habe mich heute mal wieder mit der lieben Theresia, hi. Hallo. Hier eingefunden, um über die Kinostarts dieser Woche zu reden. Der wohl größte Start dieser Woche ist wahrscheinlich der Gray Man, der zurzeit in ein paar ausgewählten Kinos läuft und ab Freitag, dem 22.07. dann auf Netflix mit Ryan Gosling und Chris Evans, glaube ich. Chris Evans. Evans, ja, genau der. Und zudem gibt's aber ein eigenes Special, da haben der Chris, der Werner und der Timo darüber geredet. Also wenn euch das interessiert, könnt ihr da gerne das eigene Special reinhören. Und wir behandeln heute so die, naja, doch auch ein bisschen größeren Kinostarts, die sonst zum Kino starten diese Woche. Und dafür sind wir beide auch nicht alleine, denn wir haben jetzt mal zwei wunderbare Gäste, nämlich einmal die liebe Britt Marie, hi. Hallo zusammen. Und einmal heute unseren Außenreporter, der aufgrund der Hitze dann ins Freie geflohen ist, den lieben Paul, hi. Hallo. Die Vögel, die werden auch gerade ganz leise. Also werdet sie nur im Hintergrund hören. Oh, jetzt werden sie wieder lauter. Naja, egal. Ich höre die Grillen zirpen, oder? Ja. Es ist so, wenn ihr einen schlechten Gag macht, dann müssen wir einfach das Leise sein, dann hören wir das Grillen zirpen beim Paul. Oder das ist ein Effekt. Ja. Ja, und wir haben ein bisschen was an Filmen gesehen diese Woche. Und zwar haben wir Paul und ich To the Ends of the Earth gesehen. Und magst du den mal da kurz zusammenfassen? Ja, also bei mir ist es offen gestanden schon ein bisschen her, dass ich den gesehen habe. Aber ich kann es trotzdem kurz zusammenfassen. Es ist ein japanischer Film, denn es geht im Wesentlichen um eine kleine japanische Filmcrew. Die sind ja für eine Art Reisesendung in Usbekistan unterwegs. Und genau gesagt geht's in dem Film um die Moderatorin, die da immer vor der Kamera steht, die, soweit ich weiß, die einzige Frau in der Truppe ist. Und ja, wie sie so die Reise erlebt, das fremde Land und die Kultur und so weiter. Ja. Ja, genau. Und also ich weiß noch nicht ganz, was ich habe das gestern geschaut. Das ist alles noch sehr frisch bei mir. Und ich weiß nicht ganz, was ich davon halten soll. Also, das allererste, was mir aufgefallen ist, wie ruhig dieser Film eigentlich ist und dass es fast keine Musik gibt, die irgendwie so Hintergrundmusik. Das ist ganz, ganz selten. Das ist die erste Sache, die mir aufgefallen ist, dass fast nur so Geräuschkulisse halt irgendwie ist. So dann die belebten Straßen und die Tiere und die Menschen und so. Und ja, ich weiß nicht. Also, irgendwie, ich weiß nicht, was der. Also, ich finde es nicht schlimm, wenn ein Film nichts, sagen wir mal, sagt. Weil nicht jeder Film muss irgendwie eine tiefe Message, Botschaft, was auch immer haben. Aber ich weiß nicht einmal, was für eine Geschichte mir dieser Film erzählen will. Ich weiß nicht, auf was der hinaus will. Der plätschert so 2 Stunden vor sich hin und es geht dumm, 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 dumm. Es kommt das und das, aber du tut sich nicht wirklich was. Wie hast du das gefunden? Ja, ich hatte mich eigentlich vor allen Dingen für diesen Film, und deswegen hatte ich ihn auch schon vorher gesehen, und ich wusste gar nicht, dass der hier in Deutschland noch gar nicht erschienen ist, weil ich habe ihn auf einem Streaming-Anbieter gesehen und habe gedacht, ja gut, der wird bestimmt schon gelaufen sein. Das ist nämlich der neue Film von Kiyoshi Kurosawa, der eigentlich eher bekannt ist für seine Horrorfilme, beziehungsweise bekannt geworden ist für seine Horrorfilme mittlerweile, oder beziehungsweise ich bin ihm eher zu ihm gestoßen durch seine Dramen. Da kann ich zum Beispiel Tokyo Sonata eigentlich ja jedem mal ans Herz legen. Und ja, ich war auch so ein bisschen neugierig, was jetzt hier kommt, und war dann auch so ein bisschen, okay, es ist wirklich mehr so ein Beiwohn als jetzt irgendeine stringente Geschichte. Und ich habe es dann vor allen Dingen, als dieser Film versucht, ein Gefühl zu erzeugen oder ein Gefühl zu übermitteln, so ein bisschen zwischen, ja, wir versuchen uns, also wir sind jetzt hier in einem fremden Land, wir versuchen uns jetzt mit der Kultur so ein bisschen auseinanderzusetzen und gleichzeitig aber auch so was Verlorenes, denn die Moderatorin, die ist nicht nur verloren oder soweit es geht allein und abgeschirmt in
diesem fremden Land, weil ihre Crew ist da jetzt auch nicht so, also ich sag mal so, die haben da nicht immer so die freundschaftlichen Verhältnisse oder das sind jetzt keine Personen, mit denen sie vielleicht tiefere Gespräche oder so, sie führen kann. Und deswegen spiegelt sich für mich in diesem Film ganz oft so eine Verlorenheit wieder, eben sowohl in dem fremden Land als auch innerhalb der Crew. Und da fand ich dann diese Wechselbeziehungen zwischen den einzelnen Crewmitgliedern, auch wenn sie da nicht sonderlich in die Tiefe gehen, sondern eben wirklich mehr beiwohnen einfach. Interessant, aber auch auf eine Art und Weise anstrengend ist das falsche Wort. Aber man braucht etwas Sitzfleisch für diesen Film, ja, eben anzuschauen. Ja, also da stimme ich dir schon zu, aber es hat mich auch einfach gestört. Also, was du so als Verlorenheit vielleicht ansiehst, das ist für mich einfach nur selten dämlich, wie sie sich in meinen Institutionen verhalten. Das tut mir leid, aber das mit der Polizei, mit dieser Kamera und so, also, das ist doch keine Art, Konflikte oder so zu lösen oder in die Situation zu reagieren. Also, das hat mir schon so gedacht, so, so reagiert man doch in so einer Situation nicht. Das ist dann, ja, vielleicht verloren hat, dass du das auf jeden Fall einfach nur so Hände über den Kopf zusammenschlagen, so. Warum, ja, ich warum glaube, machst ich du mein, das? Also ich meinte auch die Verlorenheit jetzt nicht speziell in irgendwelchen Szenen, sondern allgemein mit dieser sehr langsamen, fast trägen Art des Filmmachens. Einfach so die Bilder draufhalten oder dann wiederholt sich das. Dann will sie dort eine Szene aufnehmen und dann muss sie, weiß ich nicht, zum hundertsten Mal in diesen Freizeitpark, in dieses, genau. Dieses Gefährt da einsteigen, obwohl er schon schlecht ist, oder sie muss das probieren. Und einfach diese Verlorenheit, die sich daraus kristallisiert, jetzt mal unabhängig von den Situationen, wo sie tatsächlich auf Einheimische oder eben so treffen. Ja, also, was mich einfach so gestört hat in diesem Film war, wie einfach diese ganze Situation da so aufgelöst wurde, dann wie sie mit diesen Leuten auch umgeht irgendwie, und wie sie so, irgendwie habe ich das Gefühl, gar kein Interesse hat, das dann doch irgendwie kennenzulernen und das sich mit dem zu beschäftigen. Das fand ich ein bisschen schade, weil das an sich ein absolut interessantes Thema und alles ist, und genau, ich weiß nicht, das hat mich, vielleicht etwas anderes erwartet, ich weiß nicht, das hat mich nicht gecatcht, das hat mich einfach nur meistens verbittert zurückgelassen, so mit, ach, ernsthaft, so muss das jetzt ablaufen und das ist jetzt das, auf was du hinaus willst. Und, Im Grunde ist es ja genau das Gegenteil von dem, was sie eigentlich verkaufen wollen. Eben genau, ja, das Gegenteil, genau, von dem, ja, was sie da eigentlich zeigen will. Und immer, hey, hier, ich stehe jetzt hier im Meer, ja, und ist alles voll cool. Und aber eigentlich ist, ja, das stimmt, das ist auch, das Interesse fehlt so. Und ja, also so ein bisschen, Usbekistan ist jetzt vielleicht auch so ein Land, in das man jetzt nicht, zumindest hier im Kino, nicht alle Tage so Einblick bekommt. Aber man darf jetzt halt nicht mit der Erwartung reingehen, dass man jetzt so viel oder Tiefgründiges über die Kultur oder so lernt. Ich glaube, hier kann man zwischen den Zeilen viel rausziehen, wenn man möchte. Aber ich gebe dir auch zu, über die Laufzeit, zumal er, ich habe gar nicht mal so, um die zwei Stunden ungefähr. Also hat er mich auch nicht immer so gepackt. Also können wir zusammenfassen, wer Interesse daran hat und sowas mal gerne schauen will, kann da gerne reinschauen. Also falsch machen tut man damit sicher nichts, aber es muss halt einem klar sein, dass man, wie du schon gesagt hast, viel Sitzfleisch braucht und vielleicht doch, dass einem man sich so denkt, so, was passiert hier eigentlich? Ja, als Beobachter, also man ist halt wirklich nur Beobachter und kann da nicht viel weitermachen. Ich fand noch einen, also ich fand ihn zum Beispiel gestalterisch, fand ich ihn eigentlich sehr schön, denn obwohl er eigentlich überwiegend so eine dokumentarische Seite hat oder eben so eine Beobachterperspektive wirklich, hat er aber was Schönes zum Beispiel in seinen Farben. Sie, also auch ein bisschen entgegen ihrer Stimmung, sieht direkt immer so was Helles, Leuchtendes. Und ich finde allgemein die Farben, die in diesem Film überall sprießen, ja, das hatte schon was. Und diese Umgebung, die hat dazu ein paar tolle Kontraste gesetzt. Ich würde aber letztendlich auch sagen, dass es kein Must-See ist. Ja. Sehr gut, dann sind wir uns da ja einig. Und ob der Vater der Braut ein Must-See ist, das wird uns ihr zu sagen mit Marie und Therese. Mal schauen, ob der Film was für die Kinogemeinde ist. Genau, Britt Marie und ich haben Der Vater der Braut gesehen und klingt vertraut, klingt bekannt. Britt Marie, möchtest du sagen, worum es genau geht?
Ja, der Vater der Braut, der Titel sagt es im Grunde schon, es geht um eine Familie, in diesem Fall eine hispanische Familie, und die Tochter, die große Tochter, kommt nach Hause und erzählt ihren Eltern, sie hat sich verlobt, sie will bald heiraten, und der Vater trauert ein bisschen um sein kleines Mädchen und tut sich schwer mit dem neuen Mann im Leben seiner Tochter und ist aber gleichzeitig auch mit dabei, die ganze Hochzeit zu organisieren, und es treffen aufeinander die Familie der Braut, die Familie des Bräutigams, die die Hochzeitsorganisation auch ein bisschen an sich reißen wollen. Und jeder hat eine Meinung und gleichzeitig tut sich, wie gesagt, der Papa auch schwer, seine Tochter loszulassen. Und das alles in einem riesigen, großen Chaos mit viel Humor. Und sogar als drittes Remake im Grunde dieses Stoffes, denn der Vater der Braut, den wir hier jetzt sehen, ist tatsächlich schon das dritte Mal, dass Hollywood sich diesem Thema gewidmet hat. Vielleicht kennt der eine oder andere das Original mit Spencer Tracy. Das war nämlich das und Elizabeth Taylor. Das war nämlich auch das, woran ich sofort gedacht habe, als ich den Titel gehört habe. Siehst du mal, ich denke zuerst immer an die Version mit Steve Martin. Ja, das war die zweite, genau. Und ja, ich muss sagen, also mir war ja auch bewusst, was auf mich zukommt. Ich meine, der Titel hat es ja schon eben verraten, aber ich fand es auch sehr interessant, weil es war eben dann hier so diese ganze hispanische Kultur, die, ich glaube, sie sind Kubaner und dieses ganze Flair, das, und dann war das ein Florida, das hat schon irgendwie auch dem Film, finde ich, eine gewisse Note verliehen. Es war halt dann auch wieder so, also es wird ja ziemlich im ersten Teil des Films ja auch schon klar, dass eigentlich in der Ehe zwischen dem Ehepaar, dass es eigentlich kriselt und die eigentlich bei der großen Familienversammlung verkünden wollen, dass sie sich scheiden lassen und dann kommt die Tochter also mit die Eltern heiraten. Der Braut, genau, ja, genau. Die Eltern der Braut, genau, richtig. Und um halt eben den Kindern jetzt halt erstmal die Freude nicht zu nehmen, spielen die quasi noch weiter. Und ja, wie du gesagt hast, es kommt zu sehr vielen Verwicklungen. Jeder hat eine Meinung zur Party. Die Kinder möchten sie klein und minimalistischer halten. Der Vater will irgendwie 200 Gäste einladen. Ja, und die Schwiegereltern in Spee, die hätten gern 2000 Gäste. Genau. Das ist so, also jeder hat eine Meinung und jeder möchte irgendwie ja da seinen Senf dazugeben. Und es gestaltet sich alles sehr schwierig. Und das Alleinstellungsmerkmal von diesem Vater der Braut, im Gegensatz jetzt zu den anderen Filmen, die wir auch schon kennen, ist tatsächlich, finde ich, dass es eben in diesem hispanischen Ambiente stattfindet, dass da noch so ein bisschen alles, ja, wie gesagt, kolumbianisch-amerikanisch aufgezogen ist. Ja, also es hat mir, muss ich sagen, hat mir sehr gut gefallen. Ich fand auch, ich fand ihn auch sehr unterhaltsam. Muss ich sagen, ich fand ihn nicht langweilig, aber es war immer irgendwie was los. Es ist die Braut hat dann auch noch eine Tochter und dann wird der Tochter auch noch anvertraut, also der Schwester quasi der Braut wird dann anvertraut, das Hochzeitskleid zu nähen und die Kleider der Brautjungfern, weil die eben Schneiderin werden will, aber quasi auch noch nicht die richtige Chance bekommen hat. Und der Vater sagt, naja, dein College-Fong ist ein College-Fong und ist jetzt nicht dafür da, um hier deine Hirngespinste zu bezahlen. Der Vater ist schon ein liebevoller Vater, aber er ist halt so, ich habe das Geld verdient, also darf ich auch bestimmen, wofür man das Geld ausgeben, auch wenn es für euch ist. Ja, ich war sehr, sehr positiv überrascht. Die Eltern sind ja Andy Garcia und Gloria Estefan. Gloria Estefan kennt man zwar auch als Schauspielerin, aber doch vor allen Dingen, glaube ich, eher als Sängerin. Und beide habe ich sehr, sehr lange schon nicht mehr auf der Filmleinwand gesehen. Mhm. Also, wenn du mich fragst, hast du das letzte Mal Andy Garcia gesehen im Kino, hätte ich gesagt, ja, irgendwann in den 90ern vielleicht. Und so ähnlich ist es auch mit Gloria Estefan. Und ich habe mir diesen Film angeschaut und dachte hinterher, Mensch, es ist echt eine Schande, dass die beiden nicht öfter mal gute Rollen bekommen, denn ich fand, die waren herausragend. Einzeln und auch zusammen. Also der Film wird getragen von diesen beiden. Die restlichen Schauspieler sind auch alle gut, die ganze Familie, die Braut, der Bräutigam, die Schwester, alles nett. Aber die zwei sind echt die das richtig, richtig gut gemacht haben, meines Erachtens. Ja. Fand ich auch, also die haben wirklich auch, also eben die, das war sehr harmonisch, also die haben echt sehr gut so zusammengepasst als Ehepaar. Mein Highlight war dann auch immer noch so der Assistent von der Wedding-Plannerin. Vor allem zum Schluss hat er gesagt, ja, ich bin rübergeschwommen und ich so, alles klar. Ja. Fand ich eine herrlich lustige Szene. Also ich fand ihn, wie gesagt, sehr unterhaltsam, sehr, sehr kurzweilig.
Also dafür, dass das Ding 2 Stunden ging im Grunde, war das echt super kurzweilig. Ja, absolut. Ich würde auch behaupten, also wer mit den anderen Filmen heute Spaß hatte, hat es hier, würde ich sagen, auch. Wie gesagt, das Thema ist bekannt, aber es ist, finde ich, neu, schön umgesetzt und... Erfindet es das Rad neu? Nein. Nein. Aber ist es unterhaltsam, kurzweilig und definitiv auch ein Kinoticket wert, wenn man es in dem Kino sehen möchte? Absolut. Und wenn man eine schöne Komödie mag und ein bisschen Liebe noch mit reingestreut, dann ist es genau das Richtige. Genau, für irgendwie so einen leichten Sommerabend, wobei jetzt ist es fast zu heiß, aber für so einen schönen, leichten Sommerabend ist es irgendwie genau der perfekte Film. Ja, kann ich genauso unterschreiben. Ja, sehr schön. Kathi, haben wir euch auch überzeugt? Ja, also, ich weiß ja, wie der Paul zu Komödien steht. Also ich glaube, das ist der absolut perfekte Film von Paul. Yeah, woo! Aber das klingt sowas wie, wie ihr gesagt habt, Hirn aus, Fernseher an und einfach ja, und vor allen Dingen kriegst du... Einfach sich denken, Gott sei Dank ist es nicht meine Familie. Ja. Aber du kriegst zumindest auch wirklich gute Schauspielkunst. Da haben wir auch schon andere Komödien gesehen, die deutlich schlechter waren. Ja, gut, Paul. Ja, sorry, bei mir waren gerade Hintergrundgeräusche, deswegen habe ich mich gerade gemutet. Ja. Ja, na gut, dann vielen Dank, dass ihr 2 heute da wart. Ja, danke, dass wir da sein durften. Ich, genau. Hier siehst du, ich habe mir jetzt gerade während eurer Kritik ist mir noch was zu The Ends of the World eingefallen und mich hat's gewundert, dass Kathi die Musical-Nummer am Ende nicht angesprochen hat. Aber ja, mit diesem. Ja. Es gab vieles in dem Film, das ich nicht verstanden habe. Das war eine Sache davon. Ja, gut, aber ich wollte es auch gar nicht nochmal aufreißen, nur kurz nochmal einschieben. Ja, dann, wie gesagt, wünsche ich euch noch einen schönen Restabend. Vielleicht hört man sich dann bald mal wieder in den Shots-Ausgaben. Ich denke, ja, aber irgendwie tauchen immer die gleichen Namen aus, aber es macht auch Spaß mit euch. Von daher dürft ihr gerne wiederkommen und ja, bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss. Ja, und wir kommen jetzt zu dem Film, über den ich mich eigentlich am meisten freue zu reden heute. Ja, nämlich, aber leider dein Gesprächspartner ist nicht da. Ja, leider ist der Sven nicht da. Der hat mich heute leider versetzt. Jetzt muss ich leider alleine drüber reden. Aber es geht um Bibi und Tina einfach anders. Der 5. Teil der Bibi und Tina-Reihe, aber mit 9 Darstellerinnen jetzt, da das jetzt die Darstellerinnen aus der Emerson-Serie sind. Und um was geht's? Ja, also es fängt damit an, dass ein UFO auf die Erde stürzt und Meteoriten und Bibi und Tina fast erschlagen und Bibi dann mit einem Hexenspruch das halt irgendwie aufhält und dann landen eben auch Meteoriten auf der Erde und am Martinshof kommen 3 Ferienkinder und ja, dann geht's halt irgendwie um diese Meteoriten, weil jetzt niemand weiß, sie waren die wirklich da, sind die nicht da, was ist da passiert und auch irgendwie darum, diese Ferienkinder irgendwie in Schach zu halten, weil die sind alle, also der eine redet nichts, die andere ist dauernd bockig und will Bibi eigentlich das Leben schwer machen und die andere ist halt so, also die interessiert sich total für dieses ganze Weltraumzeug und auch an Geister und so. Und dann passiert auch noch, dass also der Alex, der Freund von der Tina, der ist ja, also der Vater ist ja adlig, das sind die von Falkensteins und da kommt dann auch noch ein Betrüger, der ihm da den Titel irgendwie aberkennen möchte. Und ja. Es klingt nach sehr viel in einem Film. Es ist sehr, sehr viel. Da geht auch irgendwie nur 1,5 Stunden. Ne? Oh, und okay. Da passiert sehr, sehr viel in diesem Film dafür, weil es irgendwie so 3 Handlungsstränge gibt. Und ich muss sagen, alles, was mit diesem Grafen, mit diesem Status, den zu tun hat, finde ich super. Da finde ich die Schauspieler super, das macht Spaß. Alles, was mit diesen Ferienkindern, diesen Meteoriten zu tun hat, das ist eher so, ja, so semi. Einfach mal so. Aber ich weiß, dieser Film ist ein Mischmasch. Also ich meine, die anderen 4 Teile sind auch nicht immer stringent und haben auch ihre Momente, wo man sich so denkt, so, wo bin ich hier? Ich meine, im 3. und im 4. gibt es so eine Szene, wo sie in so einem Wald, in so einem Waldhaus sind und da singt der eine dann, ich sag nur om, om, om und es also keine Ahnung, was da passiert. Aber da habe ich mir wirklich so gedacht, so manchmal, alles okay bei euch? Also was? Also,
wo du gesagt hast, dass da Aliens vorkommen, das hat mich schon sehr verwirrt, weil also ich bin jetzt ja nicht so vertraut mit dem Bibi und Tina, muss ich ja offen zugeben, und ich weiß ja nicht, was es da vielleicht vorher schon alles gegeben hat, aber Aliens hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja, nein, ich auch nicht. Und also ich meine, das will ich nur abheben. Ich finde, der hat eine gute Botschaft, der Film. Da, ich meine, es ist eine einfache Botschaft, jeder akzeptiert, wie er ist und so, aber trotzdem eine schöne Botschaft. Und er spricht auch Themen an, wie, keine Ahnung, den Weltraum und die Planetenreihenfolge und so Zeug, was wahrscheinlich für Kinder in dem Alter dann doch interessant ist und auch wichtig, dass man sowas lernt. Das finde ich gut. Und er hat Kurt Krömer. Okay, ja, das ist natürlich ein Pluspunkt, ja. Genialen Rolle. Also, sobald Kurt Krömer da steht, einfach jedem die Show. Und also, wer Kurt Krömer mag, wenn man keine Ahnung von Bibi und Tina hat, wenn man Kurt Krömer mag, kann man den locker schauen, weil es ist einfach nur göttlich. Ja, das ist eindeutig das Highlight in diesem Film. Und ja, was soll ich sagen? Also, er hat natürlich auch wieder die typischen Gesangsnummern wie jeder Bibi und Tina-Film. Und ich meine, es ist ja kein Geheimnis, dass ich absolut auf Musicals stehe. Aber normalerweise, wenn in Filmen Lieder vorkommen im Musical-Style, dann haben die irgendwie Kontext und Bezug auf das, was gerade passiert. Aber die sind so völlig losgelöst, wie so Musikvideos, einfach reingeschnitten in diesen Film. Okay. Also das ist ja komplett eine ganz andere Szenerie und manchmal das auch gar nicht mit dem zu tun, was davor passiert ist. Aber ja, ich meine, geschenkt, ganz ehrlich. Also, wer auf Bibi und Tina steht und für wen das die Zielgruppe ist, der wird seinen Spaß damit haben. Wer Kurt Krömer mag, wird auch seinen Spaß damit haben. Wer einfach nur etwas Abgespacedes wortwörtlich sehen mag, kann da auch reingehen, weil normal ist an dem Film nichts. Aber er macht auch einfach, also man muss auch sagen, er macht auch Spaß. Also, man sitzt da zwar 1,5 Stunden und denkt sich so, was? Und wie kommt es darauf? Aber es ist im Prinzip ja auch egal und es macht halt eigentlich auch echt Spaß, mal sowas zu schauen. Also, ich habe nicht viel erwartet, weil, ich meine, ich auf den 4. war ich damals im Kino, die anderen 3 habe ich damals auch mit meiner besten Freundin auf Amazon geschaut und dann waren wir auf den 4. im Kino und ja, also, kann man machen, wenn man Spaß drauf hat, man verpasst aber auch nichts, wenn man den jetzt nicht schaut. Ja, also es klingt jetzt nicht unbedingt so nach einem Film für mich, eher wenn ich dann irgendwie Neffen, Nichten, Kinder hätte. Von daher glaube ich, ist es auch ein guter Familienfilm. Ja, also kann ich mir vorstellen. Auf jeden Fall. Und ich glaube, es ist ein bisschen was anderes. Es ist ein typischer Familienfilm, der doch ein bisschen abgespaced und abgedreht ist. Aber ja. Ja, mal schauen, was dann beim nächsten Mal kommt. Was kann nach Aliens noch kommen? Ja, es ist so, wie die wilden Kerle, die auf einmal Vampire da waren. Also anscheinend nehmen alle diese Kinder-Franchises solche komischen Turns irgendwann, aber hey, geschenkt. Ja, man muss was Neues erfinden, ja. Ja, absolut. Ja. Gut, dann glaube ich, komme ich noch zu meinem Film, den ich gesehen habe. Und zwar war das eher so ein Dokumentarfilm, nennt sich Mission Joy, Zuversicht und Freude in bewegten Zeiten. Das ist, wie soll ich sagen, ich muss ausholen. Es gibt ein Buch, das heißt eben auch Mission Joy, geschrieben von dem Erzbischof Desmond Tutu und seiner Heiligkeit, dem Dalai Lama. Und das Buch gibt schon etwas länger, ich glaube irgendwie seit 2015 oder 2016. Und das Filmmaterial, das eben jetzt herausgekommen ist, wurde eben in der Zeit aufgenommen, wo eben auch diese Idee oder dieses Buch dann geschrieben worden ist. Und zwar haben sich die beiden getroffen zum 80. Geburtstag vom Dalai Lama. Der war eben 2015 und da war Desmond Tutu dann eine Woche lang eben in Indien und wurde halt da, die wurden halt dann zusammen auch begleitet und wurden dann auch interviewt von, jetzt muss ich schnell gucken, wo ich die Namen stehen habe. Genau, das eine ist ein US-Journalist und Vertrauter von Desmond Tutu, Douglas Abrams. Und das zweite ist quasi ein buddhistischer Mönch und quasi, ja, sowas wie die rechte Hand von Dalai Lama. Und ja, die führen eben ein Interview mit den beiden, wie sie sich eben ihre Freude und ja, ihre positiven Gedanken behalten haben. Und
Angereichert ist dann diese Dokumentation auch noch mit so kleinen Animationen und eben Live-Bildern von früher. Es wird dann auch quasi erzählt, ja, wie halt so das Leben von beiden gewesen ist, was die durchgemacht haben, dass eben der Dalai Lama aus Tibet flüchten musste vor China. Desmond Tutu ist ja aus Südafrika und hat eben sich da hat stark gegen die Apartheid gekämpft und hat aber auch immer gleichzeitig zur friedlichen Revolte eben aufgerufen und ja, die beiden sind eben beste Freunde geworden und es ist eben sehr lustig oder auch sehr skurril, die beiden zu sehen, wenn die dann eben Dalai Lama ist 80 geworden, Desmond Tutu, glaube ich, ist ein paar Jahre älter, die eben rumalbern wie so achtjährige Schulkinder und sich gegenseitig irgendwie Streiche spielen oder Scherze spielen. Und das ist quasi sehr ungewohnt, so hohe geistliche Führer ihrer Religion so zu sehen wie kleine Kinder. Das klingt Charlotte hat ein bisschen angesteckt mit der Fröhlichkeit. Das klingt alles sehr sympathisch irgendwie. Also wenn einen das Thema, glaube ich, interessiert und so, dann klingt das nach einer sehr sympathischen Doku irgendwie, die einfach einen... Auch wenn das vielleicht, wenn die, sagen wir schon mal, schwere Leben hatten, sie einfach hatten, die trotzdem irgendwie, das halt trotzdem fröhlich ist und so, um was halt geht da. Ja, also es gibt halt eben so die Fragen, eben, wie sie es halt schaffen, dass sie glücklich sind, dass sie trotz dessen, dass sie eben so viel mitgemacht haben, also in ihren Leben, also in ihren Ländern oder auch gesundheitlich, dass sie sich halt eben diese Freude bewahrt haben. Und da gibt es eben durchaus, das sagt eben heute dann der Dalai Lama, bestimmte auch Techniken und es ist auch etwas, wo ich sage, das kann man erlernen. Also Freude kann man erlernen oder auch trainieren wie ein Muskel. Und im Grunde ist aber halt auch die Aussage, Glück findest du halt nicht, indem du das, indem es von außen kommt, sondern indem du halt eben gute, schöne Beziehungen hast oder eben mit anderen Leuten halt eben Freude teilst. Und jetzt nicht, wenn du halt sagst, ja okay, ich kaufe mir jetzt ein schickes Haus oder ein schickes Boot. Und ja, wie gesagt, also, die ganzen Weisheiten, die sie von sich geben, es ist nicht neu. Es steht, glaube ich, sehr viel davon auch in irgendwelchen psychologischen Ratgebern. Und es ist aber, finde ich, schon etwas anders, wenn eben solche Persönlichkeiten das erzählen oder auch dann eben von ihrem Leben und wie sie es halt dann wirklich damit geschafft haben, sich die Freude zu erhalten. Und ja. Also meine Frage, ob es ist nicht nur so eine, sagen wir mal, kitschige Aneinanderreihung von Kalendersprüchen ist, man sich immer so denkt, so, ja, aber, oder kann man das schon gut schauen, ohne dass man sich, keine Ahnung, Live, Love, Love ins Zimmer hängen muss? Nein, muss man nicht. Also man kann das schon gut schauen. Ich denke mal trotzdem, dass es trotzdem sehr schwer sein kann, einfach eben diese Methoden immer anzuwenden. Was es halt auch noch gibt, ist, dass eben der Dalai Lama sehr an Technik und Wissenschaft interessiert ist und es wird auch über zwei psychologische Tests berichtet, die gemacht haben, wo quasi mit einem Neurologen erforscht worden ist, wie so die Gehirne von Leuten funktionieren, die eben nicht meditieren, im Vergleich zur gleichen Situation, wenn das quasi so buddhistische Mönche über sich ergehen lassen. Und da gab es schon sehr faszinierende Resultate, wo man dann wirklich merkt, okay, wenn du dich wirklich mit dir selber eben beschäftigst, eben sowas machst wie Übungen und so weiter, dann bist du entspannter. Und das konnte man da halt auch wissenschaftlich belegen. Und von daher ist es ist sehr viel in dieser Dokumentation, aber ich finde sie trotzdem sehr interessant. Und wie gesagt, also die beiden zu sehen, also diese Freundschaft zwischen denen, das war schon echt herrlich. Und ich glaube, sie wollten das schon früher tun. Es kommt dann auch dort zur Sprache, dass eigentlich Desmond Tutu seinen besten Freund eben zu seinem 80. Geburtstag schon eingeladen hat. Dass er aber die südafrikanische Regierung hat sich eben sehr schwer getan oder sehr lange damit gewartet, das Visum auszustellen, weil sie eben Geschäftsbeziehungen mit China hatten. Und deswegen haben sie es dem Dalai Lama etwas schwerer gemacht, ins Land einzureisen, was ich halt echt sehr krass finde. Also von allem ein bisschen was dabei, ein bisschen Politik, ein bisschen ja. Ja, Religion und so. Na, klingt nach einer interessanten Mischung, wenn man sich für sowas interessiert. Es ist sehr interessant, vor allen Dingen, weil ich ja wirklich mit den, also ich kannte natürlich die Namen, aber ich habe mich jetzt nicht näher mit den beiden Persönlichkeiten beschäftigt.
Von daher war das einmal so interessant, die zu sehen. Und es ist halt wirklich interessant, wenn halt dann so der Dalai Lama irgendwie so sagt, wenn er irgendwo als Gast ist und die ganzen Staatsoberhäupter stehen immer so streng und ernst neben ihm und dann, dass er sich dann wünscht, dass irgendwas passiert. Also, dass irgendein Fehler passiert oder irgendwer stolpert oder irgendwas einfach passiert, um halt die Stimmung aufzulockern. Und das finde ich halt so, so interessant, wie tief und innig denen in einer Beziehung ist. Das merkt man in den Gesprächen, wie die dann einmal darauf reagieren, was der andere erzählt, in den Gesten und so weiter. Und ich glaube, die haben sich nicht sehr oft getroffen. Ich glaube, irgendwie nur so kann man an einer Hand abzählen. Aber wie tief diese Freundschaft ist, das kommt auf alle Fälle auch in dieser Dokumentation raus. Und wie gesagt, also mir hat die sehr gut gefallen und kann die jedem empfehlen, der sich auch mit den beiden etwas näher beschäftigen will. Alles klar, dann danke dafür deine Einsicht. Und bevor wir jetzt zum letzten Film, zur letzten Gästin kommen, haben wir noch zwei Wortmeldungen aus der Redaktion. Nämlich einmal Sir Claude und sein großes Fest von Werner und Chris. Das ist der dritte Teil dieser Reihe schon. Und einmal Man, was dich sucht, wird dich finden von Dom und Lida, der neue Film von A24. Viel Spaß damit. Bonjour, chers auditeurs, und willkommen zur Besprechung von Monsieur Claude und sein großes Fest, der mittlerweile dritte Teil der beliebten Monsieur Claude-Reihe. Und keine Angst, der französische Akzent ist jetzt weg, damit möchte ich euch nicht die ganze Zeit überfoltern. Ich habe den Film nicht gesehen, mein lieber Kollege Werner hat ihn gesehen, hallo. Moin, moin. Werner, du hast die ersten beiden Teile der Monsieur Claude-Reihe gesehen? Genau, also den ersten Teil, muss ich sagen, mag ich auch heute noch wirklich sehr. Teil 2 fand ich dann wiederum nicht mehr ganz so stark, eher so lala. Wie der dritte Teil ist, werden wir jetzt gleich rausfinden. Genau, aber zuerst, was steht dieses Mal an für den guten Monsieur Claude? Für Monsieur Claude und seine Frau steht die Rubin-Hochzeit an. Die sind jetzt 40 Jahre lang verheiratet. Er persönlich möchte das eher klein feiern, aber da haben seine Töchter ganz andere Pläne und organisieren insgeheim ein großes Fest für ihre Eltern. Das Ganze führt dann, wie schon in den letzten Teilen, zu einigen Momenten, die sich Monsieur Claude lieber erspart hätte oder sich anders gewünscht hätte, um das mal so zu sagen. Der Humor der Reihe, würdest du sagen, der ist so schon gleichbleibend von jedem Teil über? Zunächst einmal, wie genau ist denn der Humor der Reihe? Weil französischer Humor ist ja oft ziemlich breit gefächert. Das kann manchmal ziemlich klamottig ausfallen, platt und slapstickartig, manchmal auch fein nuanciert. Wie genau ist der Humor der Reihe hier? Eher Schenkelklopfer. Der Film ist in der ganzen Reihe gleich geblieben. Geht es eben einfach darum, Monsieur Claude, der kann nicht allzu viel mit anderen Kulturen was anfangen und wünscht sich eher, wie er es ja selber sagt, normale Ehemänner für seine Töchter, aber die kriegt er natürlich nicht. Und gerade wenn dann halt eben Gott von jemandem gespielt wird, der eben keine weiße Haut hat, wie jetzt hier, dann gibt das schon ordentlich Diskussionsstoff. Ja, wer den Humor der Vorgänger mochte, wird auch hier sich direkt heimisch fühlen. Ich muss sogar sagen, dass der dritte Teil jetzt zumindest besser ist als der zweite. Und wie ist das so mit dem Cast? Also ist das da schon ein bestehender Cast, der auch komplett zurückkehrt aus den ersten beiden Teilen? Ist es eher seine Frau, die Kinder? Werden die alle weiterhin von den gleichen Darstellern verkörpert? Ja, der Cast ist durchgehend der gleiche geblieben, macht auch seinen Job soweit richtig gut. Französischen Filmen sagt man ja immer nach, dass sie in ihren Emotionen sehr viel authentischer und aufrichtiger sind als Hollywood-Filme. Wie ist das denn hier? Werden die Momente, wo es halt um das Familiäre, das Menschliche geht, sind die zu kitschig? Sind die authentisch? Inwiefern menschelt es hier an vorderster Front real oder eher irreal? Eher irreal, weil die Familie hier gar nicht so in den Mittelpunkt gerückt wird. Also da geht es nicht groß um die Emotionen oder etwas dergleichen. Das Emotionalste, was es hier halt eben gibt, ist eher so die Ehekrise, die sich ein bisschen so andeutet, weil da kommt dann noch ein anderer Verehrer dazu. Dementsprechend kommt dann da eben auch eine extra Nebenstory rein, die aber total überflüssig ist. Und deswegen sollte man den Film jetzt nicht unbedingt wegen
der Story an sich schauen, sondern wirklich einfach nur den Humor genießen und den Cast genießen. Von all dem, was du jetzt so erzählt hast, könnte man ganz vorsichtig sagen, die Monsieur Claude-Reihe ist vielleicht so ein bisschen das französische Äquivalent zu hier in Deutschland den Till Schweiger-Komödien? Nein, das wäre eine Beleidigung. Also Okay. Dann tut es mir furchtbar leid, ich nehme das sofort wieder zurück. Monsieur Claude gehört dann auf jeden Fall doch zu den besseren französischen Komödien, auch den bekannteren, muss man sagen. Till Schweiger, deutsche Komödien, die gehe ich dann lieber mal unter den Tisch. Mit denen will ich nicht allzu viel zu tun haben. Gut, dann klingt das ja doch nach einer ganz runden Sache insgesamt. Für Fans der Reihe, wie auch für Fans von lockeren, heiteren Komödien. Was möchtest du vergeben? Du kannst 0 bis 5 Hochzeitstorten vergeben. Ich würde 3 von 5 Hochzeitstorten vergeben, weil der Film in meinen Augen überdurchschnittlich ist, aber nichts Besonderes, was man unbedingt gesehen haben muss. Okay, dann danke ich dir für deine Berichterstattung, Werner, und euch allen noch viel Spaß bei den weiteren Besprechungen beim Telestammtisch. Bonsoir! Bye bye! Ganze 4 Jahre nach seinem letzten Film, der es ja auch nicht mal in die Kinos schaffte, ist Alex Garland zurück mit seinem neuesten Werk, das auf den sehr, sehr schlichten Titel Man hört. Er ist in den USA schon länger erschienen. Hier erscheint er am 21.07. in den deutschen Kinos. Wir haben ihn bereits vorab sehen können. Wer sind wir? Zum einen ich, der Dom, und die Kollegin Lida ist auch hier. Hi. Hallo. Du hast den ja schon in der Auswahl in Cannes gesehen. Ich ja jetzt erst vor kurzem in der Sneak Preview. Aber magst du vielleicht so kurz und knapp zusammenfassen, worum es geht? Es ist ein Horrorfilm, dessen Hauptfigur die junge Harper ist, die gerade aus einer komplizierten Beziehung mit ihrem vormaligen Partner sich geflüchtet hat und jetzt in der englischen Landschaft etwas Ruhe und Arbeitszeit sucht, um sich wieder zu sammeln und dort von allen möglichen seltsamen Gestalten verfolgt wird. Zumindest fühlt sie sich verfolgt. Die örtliche Polizei nimmt ihre Besorgnis nicht ganz so ernst. Und dass das da nicht mit rechten Dingen zugeht, spürt sie schon daran, dass diese Figuren sich auffällig ähnlich sind. Nicht nur in ihrem Verhalten, sondern auch in ihrem Äußeren und immer zudringlicher werden. Ja, ich glaube, mehr sollte man da auch nicht vorwegnehmen. So wahnsinnig viel zeigen die Trailer da ja auch nicht. Ja, es ist ja Alex Garlands mittlerweile 3. Film nach Ex Machina und Annihilation. Dazwischen hat er ja die Miniserie Devs gemacht, die ich auch sehr empfehlen kann. Da könnt ihr gerne mal reinhören, die haben wir besprochen. Und ich habe ja auch das Vergnügen gehabt, vor 2 Jahren mittlerweile Alex Garland auch dazu zu interviewen. Und kurz nach dem Interview hatte ich dann gelesen, dass er seinen neuen Film plant, den er dann jetzt hier Man eben als Low-Budget-Produktion bezeichnet. Und ich würde es nicht nur als Low-Budget-Produktion sehen, sondern auch als eine gewisse Fingerübung. Ich muss dazu sagen, ich war sehr, sehr gespannt auf den Film. Wie ist es bei dir gewesen? Ich war zumindest neugierig, insbesondere weil mir der letzte Garland-Film ziemlich gut gefiel und auch hier so ein bisschen das Thema mitwabbern sollte, feministischer Horror und Folkhorror. Beide Elemente wurden dann aber nicht nach meiner Erwartung bedient. Es ist weder ein wirklicher Folk-Horror-Film, auch wenn es am Anfang noch so aussieht. Und Feminismus, das ist da sehr oberflächlich nur abgearbeitet. Das ist so, als ob jemand total in eine Richtung fahren will und da total gegen eine Wand fährt. Ja, schönes Bild. Was tatsächlich so ein bisschen das Dilemma des Films trifft. Also ich bin insgesamt auch zwiegespalten. Er hat durchaus gelungene Ansätze. Die erste Hälfte hat mir tatsächlich auch deutlich besser gefallen als die zweite. Ohne zu viel vorwegzunehmen, aber die zweite Hälfte mündet dann in einem wirklich bizarren Finale, was schon wirklich die Hände ausstreckt Richtung David Cronenberg Body Horror. Also es bleibt zumindest im Gedächtnis, aber für mich ist auch so ein bisschen so ein Indikator, der Film endete für mich ziemlich abrupt und über weite Strecken habe ich mich gefragt, ist das jetzt schon alles, weil er findet zwar durchaus interessante Stilmittel, dann auch irgendwie so das Kernthema toxische Männlichkeit zu untermalen. Aber ja, irgendwann
ist es so ein bisschen, also du denkst dir halt, kommt da halt noch irgendwas und dann ist es doch nicht mehr. Und der Film versucht dann an den Stellen aber auch manchmal mehr zu sein, als er letzten Endes liefern kann. Dem stimme ich vollkommen zu. Insbesondere ist hier mein Haupteindruck, dass das Kernthema toxische Männlichkeit von dem Regisseur in keiner Weise wirklich verstanden wurde und er sich auch nicht wirklich damit auseinandergesetzt hat. Eine der besten Szenen im Film spielt damit, wie schon allein die Präsenz eines Mannes, insbesondere wenn man allein ist, für eine Frau bedrohlich sein kann. Und jede Frau, sage ich jetzt einfach mal, kennt diese Situation, dass man alleine irgendwo ist, das ist ein fremder Mann und man muss auf Nummer sicher gehen und davon ausgehen, dass der ein potenzieller Angreifer ist. Eine Situation, in der Männer nie oder sehr selten sind. Dass er im Film aber nicht versteht, dass das sein stärkstes Horrorelement ist und er dann auch eine sehr, für mich schon fast in Richtung Victim-Blaming gehende Interpretation geht, nämlich dass männliche Gewalt gegen Frauen nur durch ein Bedürfnis nach Zuneigung motiviert sei. Und das halte ich für vollkommen falsch. Das ist schon Aggression, egal gegen welche Gruppen, ist nicht immer nur nach einem Wunsch von Anerkennung oder Zuneigung motiviert, sondern in den allermeisten Fällen durch Ablehnung und Hass. Und das halte ich für ein ganz gefährliches Narrativ, dass man doch eigentlich nur die anderen mögen würde, doch eigentlich nur gut befreundet oder geliebt werden möchte. Nein, das ist nicht so. Und das zeigt, dass er sein ganzes Thema nicht verstanden hat und eigentlich nur wieder behauptet, was über Frauen zu sagen, aber ganz viel über Männer nur erzählt. Ja, das macht sich auch insofern dadurch bemerkbar, dass die von Jesse Buckley gespielte Hauptfigur, also die war ja zuletzt auch für den Oscar nominiert für Frau im Dunkeln auf Netflix, also die spielt super. Ich fand die auch schon ziemlich toll in I'm Thinking of Ending Things. Sie liefert hier auch wirklich ab, aber das Drehbuch gibt ihr nicht wirklich viel. Also bis auf so gewisse emotionale Verwerfungen ist an ihrer Figur irgendwie nicht viel dran. Man merkt zwar, das ist eine Frau, die weiß, was sie will und ist auch selbstbewusst und irgendwo, oder zumindest versucht Alex Garland so gegen Ende das Klischee des Final Girl auch mit ihr so ein bisschen zu konterkarieren. Aber abseits dessen ist da irgendwie nicht viel Substanz. Und das macht's dann, also diesen feministischen Ansatz, entpuppt sich dann eigentlich für mich so im Laufe des Ganzen immer, also als immer zwiespältiger eigentlich, könnte man sagen, in der Hinsicht. Ja, die Handlung scheint auch so ein bisschen verschiedene Horrorelemente aneinander gewürfelt zu haben. Also man hat so ein bisschen so das kleine ländliche Dorf voller bedrohlicher Bewohner, die sich alle sehr ähneln und alle Männer sind. Dann hat man da bestimmte Figuren wie den Green Man oder Sheila Nagig, das ist eine irische Folk-Horror-Figur, die dann aber nie wieder vorkommen. Der Film schnappt sich da und da immer so ein paar Ecken, arbeitet aber keines seiner Motive befriedigend aus und so versandet dann da einfach zu viel und es entsteht auch wirklich keine Atmosphäre, obwohl das Setting in englischen Landschaft dazu eigentlich perfekt wäre. Ja, von der Atmosphäre muss ich sagen, also die Kameraarbeit, die fand ich großartig von Rob Hardy mal wieder, ist ja sein Stamm-DOP und Musik fand ich auch sehr effektiv, wenn auch vielleicht ein bisschen sehr plakativ, aber das ist ja ähnlich wie bei Annihilation schon teilweise gewesen. Diese Szene, die man auch ganz prominent im Trailer sieht, halt mit dem Tunnel und diesem Echo, die fand ich auch, also da war ich wirklich drin, aber ich dachte mir dann so, ja, aber jetzt muss doch mal irgendwie was kommen. Und also dieser Kunstgriff, dass halt alle Männer von Rory Kinnear gespielt werden in verschiedensten Inkarnationen, und das ist natürlich auch alles, also es sind ja irgendwo auch Karikaturen, die er hier spielt. Das ist für mich zwar das Highlight an dem Film, also ich finde, Rory Kinnear trägt diesen Film förmlich davon in verschiedensten Rollen, aber ja, irgendwann reicht das einfach nicht mehr und es ist aber leider nicht sehr viel mehr Substanz und das hat mich, weiß ich, wenn dahinter noch irgendwie ein emotionaler Unterbau wäre, der jetzt, sage ich mal, so über diese leichten biblischen Motive auch, die der Film hat, hinausgehen würde, dann fände ich das reizvoller. Aber irgendwann dachte ich mir so, ja, es ist ein bisschen wenig für das, was du jetzt hier erzählen willst, ne? So ging es mir auch, insbesondere da diese multiple Darstellung von Rory Kinnear das Ganze in so eine fast schon unfreiwillig oder absichtlich komische Richtung zieht und dann alles auf so sehr simple Bauernweisheiten auslaufen lässt, nach dem Motto, ach, Männer sind doch alle gleich. Was hier eben buchstäblich zutrifft, da sie auch von dem gleichen Darsteller dargestellt werden.
Das zieht dann dieses Thema Misogynie und Sexismus in so eine humoristische Ecke, die auch wieder nicht zur behaupteten Gesellschaftskritik passt und mir dann auch wieder übel aufgestoßen ist, weil das eben kein kritischer Satirismus ist, sondern nach dem Motto, ist doch alles halb so wild. Obwohl ich den Eindruck hatte, dass der Film da schon bewusst agiert. Also da ist ja auch mitunter schon schwarzer Humor drin, der für mich auch irgendwo funktioniert hat. Also was man glaube ich akzeptieren muss, und das sagt einem auch schon der ganze Titel, dieser Film ist alles, aber nicht subtil. Das muss man vielleicht sogar irgendwo an den Stellen tatsächlich akzeptieren. Aber ich gebe dir da recht, dass das auf die Dauer, also wie gesagt, dieser Kunstgriff einfach, der ist zwar interessant und es ist auch wirklich gut gespielt, aber es, ja, wird auch irgendwie gegen Ende so ein bisschen totgeritten und dieses Finale, ja, das Finale, das bleibt im Gedächtnis. Ich werde es jetzt nicht spoilern, aber ich weiß nicht, das hatte mich für mich ehrlich gesagt schon Beigeschmack so von Darren Aronofsky eher. Wie war das bei dir? Na, ich dachte da mehr an jemanden, der schwer traumatisiert wurde durch diese Aufklärungsvideos, die man als Kind im Biologieunterricht sehen musste. Ja, oh, sehr gut, ja. Also auch so eine Art von Szene, die, wo ich mir dann wirklich leider wieder dachte, das kann echt nur ein Mann machen. Keine Frau hätte diese Szene ernsthaft drehen können und wäre da nicht irgendwie in Lachen ausgebrochen. Mhm. Das sagt dann eben gerade wieder auch sehr viel über männlichen Fetisch und männliche Ängste vor dem weiblichen Körper und ach, dieses weibliche Mysterium und so weiter. Das sind dann halt ganz alte Kamellen, wo ich mir nur dachte, nee, sorry, das brauchen wir nicht nochmal. Ich fand's visuell zumindest eindrucksvoll gemacht, also handwerklich tatsächlich auch schon gut, keine Frage. Aber der Film ist auch so ein bisschen, also ich denke mal, der will auch irgendwo ein bisschen provozieren. Er spaltet auf jeden Fall auch schon so international die Gemüter. Ja, so insgesamt bleibt es für mich ein durchaus interessanter, aber doch irgendwie relativ zwiespältiger und irgendwie auch, ja, unrunder Film irgendwo. Es ist eine kleine Fingerübung. Mir ging auch so zwischendurch durch den Kopf, ob das vielleicht einfach eine Kurzgeschichte ist, die Garland eigentlich schreiben wollte und die er dann einfach direkt selber verfilmt hat. Ob man den jetzt unbedingt im Kino sehen muss, sei mal dahingestellt. Aber ich bin tatsächlich eher so ein bisschen, also es ist nicht so, dass ich den jetzt schlecht fand. Insgesamt war ich doch so ein bisschen unterwältigt. Ich glaube, da bist du noch einen Tacken mehr in die Richtung, ne? Absolut. Ich habe gehofft, mich da mit einem schönen, gruseligen Horrorfilm zum Ende des Filmfestivals ein bisschen zu entspannen. Und dann war es doch nur wieder jemand, der versucht hat, mit dem Thema Feminismus und in Anführungsstrichen starker Frau Geld zu machen und sich gedacht, haha, das kann ich auch. Und wenn man es nicht wirklich verstanden hat und auch keinen Bock hat, sich darin zu vertiefen, dann soll man es lieber lassen. Ja gut, jeder kann sich da selber ein Bild von machen, wenn ihr die Möglichkeit habt, den Film zu sehen. Ab dem 21. Juli in den deutschen Kinos bin ich mal gespannt. Alex Garland ist zwar ein Name, aber es hat doch eher Special Interest, wird wahrscheinlich relativ untergehen. Lina, ich danke dir recht herzlich und ja, bis zur nächsten Besprechung. Ciao, ciao. Ciao. Und jetzt direkt aus dem LA-Studio eingeflogen, in unser Live-Studio, die liebe Lida, hi. Hi. Denn wir haben jetzt noch einen Film zu besprechen, nämlich Der Sommer mit Anaïs, den haben wir beide gesehen. Und magst du ganz kurz mal die Handlung zusammenfassen? Der Film ist nach dem Prinzip einer typischen französischen Sommerkomödie aufgezogen, folgt der nicht mehr ganz jungen Haupt- und Titelfigur Anaïs, die sich von einer Beziehung in die nächste sozusagen liebt und dabei nach einer Orientierung in ihrem etwas unsortierten romantischen und beruflichen Leben sucht. Ja, das würde ich absolut so unterschreiben. Also, ich glaube, das Erste, was ich mit dem Film gedacht habe, ist, fuck, ist der chaotisch. Also, das war so, diese erste Aufnahme von ihr schon, wo sie so gar nichts auf die Reihe kriegt, damit dachte so, Alter, wenn das weitergeht, dann wird das echt, echt anstrengend. Ja, und das wurde es ja dann auch. Ja. In jeder Beziehung, denn Anaïs ist zumindest, so wie ich es sehe, eine dieser Figuren, die
alles haben, noch mehr kriegen und noch mehr wollen und wir sollen das gut finden. Ich zumindest kann das nicht und habe gerade in unserer gegenwärtigen Zeit, in der es so viele ernsthafte Probleme gibt und Leute, die völlig marginalisiert sind und nichts haben, keinen Bock und keinen Nerv und auch keine Toleranz mehr für diese Art von weißer Selbstbespiegelung von ultraprivilegierten Menschen. Ja, also sie schreibt, glaube ich, ihre Doktorarbeit, glaube ich, oder? Oder soll sie zumindest schreiben? Sie schreibt oder bemüht sich zumindest darum, sie zu schreiben, hat aber während ihrer ganzen Affären und Händeleien alle möglichen Verzögerungen und lügt und betrügt sich da auf, wie ich finde, sehr geschmacklose und infame Weise durch. Also das, was sie da tut, ist die Gutmütigkeit und Hilfsbereitschaft anderer Menschen systematisch ausnutzen auf eine Weise, die nicht einfach amüsant ist, sondern wirklich widerwärtig. Man soll es aber tolerieren, weil sie hübsch, jung und reich ist. Ja, also das ist auch, also ich glaube, das ist einer der Punkte, wo ich mich am meisten stören kann, aber vielleicht, weil ich mich damit am meisten identifizieren kann in dem Film, weil ich jetzt auch halt, ich schreibe zur Bachelorarbeit, aber es ist trotzdem auch so ein Schritt im Leben. Und wenn ich mir denke, wenn ich in diesem mit dieser Herangehensweise, mit dieser Organisation, unter Anführungszeichen Organisation und Motivation, das schreiben wird, dann mache ich meinen Abschluss nie. Und das ist irgendwas, was mir ganz komisch aufgestoßen ist, irgendwie, wie sie versucht, das zu rechtfertigen, warum sie nicht fertig wird und warum das und das und das schon wieder. Ich muss so denken, so, du bist 30, wenn dein Leben immer noch so ein Chaos ist, dann wie hast du deinen Bachelor und deinen Master gemacht oder generell eine Schule abgeschlossen oder irgendwas auf die Reihe gekriegt. Und warum ist das jetzt so? Was willst du hinaus? Du siehst ja keine Vorteile daraus. Ja, der Film gibt uns sogar eine typisch klischeehaft heterosexuell gedachte Begründung, nämlich Anais ist bisexuell und so ziemlich die Verkörperung von jedem Klischee, das wir über Bisexuelle, insbesondere bisexuelle Frauen, die ja auch oft fetischisiert werden, gerade von Männern, die oft als hypersexuell dargestellt werden und deren Bisexualität oft nur dadurch entstanden ist, dass sie nicht hetero von Männern befriedigt werden können und sobald der richtige Mann ankommt, werden sie natürlich sofort wieder straight. All das verkörpert Anais auf total toxische Weise und ich weiß nicht, ob es mir einfach ist, dass es mir wieder nur so auffällt oder geht es euch auch so, Leute, kann es sein, dass es im Pride Month mehr queerfeindliche Klischees gibt als in jedem anderen Monat? Ich will es wirklich nicht mehr sehen. Dieser Film hat eine unglaublich toxische Atmosphäre in jeder Beziehung und sympathisiert mit einem destruktiven Egoismus einer weißen, ultraprivilegierten Elite. Also, das, also, wie gesagt, das ist kein Film im Standpunkt, kann ich das nicht ausbeurteilen, aber ich verstehe, was du sagst. Und ich kann jetzt sagen, dass mir auch Punkte halt echt aufgestoßen sind, wie halt das zum Beispiel mit der Uni so einfach, weil ich damit mich identifizieren kann und das Sachen sind, die ich kenne. Und ich verstehe, was du sagst. Es ist einfach, also, ich kann dem. Ich weiß nicht. Also ich fand den, der hat auch so, weil du von Klischees gesprochen hast, es gibt auch so typische Klischees, wie dass sie, wenn sie ihr Ding nicht zahlen kann, dass sie dann irgendwie aushelfen soll im Hotel, um das zu zahlen, wo ich mir auch so denke, so, ja, in welcher Welt, Alter? Und dann, dass sie aber während dieses Aushelfens kein bisschen arbeiten muss. Ja, genau. Dass das genau. Aushelfen also mehr eine Art Hotelurlaub ist, als tatsächlich Arbeit im Hotel, die verdammt hart ist, was jeder weiß, der mal in der Gastro oder im Hotelbetrieb gearbeitet hat. Genau. Oder generell mal gearbeitet, im Gegensatz zu ihr, weil ich glaube nicht, dass sie lebt, einen Tag gearbeitet hat, so wie das ausschaut. Also genau, sie läuft dann ein bisschen im Garten rum, geht dann schön am See schwimmen und alles ist ganz gemütlich und ab und zu trägt sie vielleicht mal ein Körbchen durch die Gegend und das soll ein Job im Hotel sein. Das zeigt eben, dass die Leute, die diesen Film geschrieben haben, und das ist die Regisseurin hier, Charlene Bourgeois-Taquet, die heißt nicht nur Bourgeois, die ist auch sehr Bourgeois und offenbar niemals mit den hart arbeitenden Leuten des Dienst, des Bedienstetensegments in Berührung gekommen. Ja. Was ich aber vornehmen möchte, ist, ich mochte die Kamera, weil das, wie gesagt, in der ersten Szene schon dachte, das ist alles so chaotisch wie sie und das bringt die Kamera so echt gut rüber und die Arbeit, das möchte ich nicht abstreiten, aber so, was den Film inhaltlich angeht, da, ja, ich glaube, haben wir genug drüber gesagt.
Das denke ich auch, das kann man in keiner Weise gutheißen. Aber auch ich kann positiv hervorheben die Schauspielerin Anaïs de Moustier und Valeria Bruni-Tedeschi, die hier als ihr Love Interest, ihr weibliches, als Emilie zu sehen ist und auch wieder eine sehr gute Rolle hinlegt, auch wenn sie nicht viel Substanz zum Spielen hat. Ja, das ist nicht ihre Schuld, das ist das Drehbuch wahrscheinlich, aber das, mit dem sie arbeitet, mit dem arbeiten sie gut, das stimmt. Na gut, dann musst du noch was sagen dazu oder hast du alles gesagt, was du zu sagen hast? Ich habe eigentlich alles dazu gesagt, denn man muss sich darüber auch gar nicht groß den Kopf zerbrechen. Es gibt sicher wesentlich bessere Filme, die ihr diesen Sommer im Kino sehen könnt, als den Sommer mit Anaïs. Zum Beispiel Bibi und Tina. Bibi und Tina und die Aliens. Genau. Na schön. Na schön, dann erstmal vielen Dank, Lida. Dann mache ich noch kurz natürlich unsere Eigenwerbung. Also wer das mag, was wir hier jede Woche so tun und zaubern, folgt uns auf Spotify, Instagram oder Twitter. Hinterlasst uns ein Like oder einen netten Kommentar. Wir freuen uns darüber. Und ja, danke, Kathi, dass du mit mir wieder die Shots gemacht hast. Ja, gerne, gerne. Danke, Lida, dass du auch noch kurz vorbeigeschaut hast und uns noch über deinen Film eben auch berichtet hast. Gerne. Und dann würde ich sagen, hören wir uns vielleicht nächste Woche wieder. Macht's es gut, bleibt uns gewogen. Ciao. Ciao, ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.